Hallo meine Lieben, hier ist Alexandra von Pinselschere und Kurs Hamburg. Happy Halloween und Finale. Oh. Yes! 12 Tage Halloween, heute ist Tag 12 und wir haben es tatsächlich geschafft. Toll, dass ihr bisher durchgehalten habt. Und heute zum Finale haue ich nochmal einen raus, nämlich eine etwas größere Box, in der befindet sich so eine Packung M&Ms. Wie gesagt, ich habe ja so ein bisschen das Problem, dass ich nicht so wirklich was Halloween-mäßiges gefunden habe, was ich verpacken konnte. Also musste ich das nehmen, was da war. Und heute arbeiten wir nochmal mit dem Stempelset Mr. Funny Bones. Ich finde das echt cool. Habe mittlerweile auch schon viel damit gearbeitet. Und ja, ich mache die Verpackung jetzt nicht auf. Ihr seht nachher, wenn sie fertig ist. Aber ich habe das hier zur Hintergrundgestaltung genommen, ne? In Schwarz. Und ich denke mal so, ich muss mich jetzt nochmal richtig konzentrieren mit den Maßen, damit ich auch richtig schneide. Aber gemeinsam kriegen wir das hin. Und ich lege das mal beiseite. Das Stempelset brauchen wir gleich. Und hier habe ich meine tolle Materialtüte. Da ist gar nicht viel drin. Wir brauchen ein Stück. Ein Stück Farbkarton in Schwarz und zwar in den Maßen. Ich muss das hier mal umdrehen, weil wir arbeiten heute in Zentimeter. So. Und zwar 21 cm mal 20 cm. Und da müssen wir das erste Mal aufpassen, dass wir wirklich die richtige Seite anlegen. Dann habe ich ein Stück Glitzerpapier in Kürbisgelb. Ich kriege es immer noch nicht ausgesprochen. Und das hat die Maße 8 cm mal 3 cm und ein Stück Flüsterweiß in den Maßen 7,5 mal 2,5. So, das brauchen wir gleich fürs Schild, aber wir fangen mit dem Hintergrund an. Und zwar falzen wir als erstes. Heute falzen wir mal als erstes. Das machen wir sonst nicht, aber wir falzen heute als erstes. Damit wir nämlich nachher wissen, wie unser Mr. Bone sich platzieren muss. Und zwar, ich nehme mal hier mein Zettel bei, wir legen an die 21 cm Seite und wir vergewissern uns nochmal, dass es auch die 21 sind. Jetzt sind es die 21. So, und jetzt legen wir hier drüben bei 2 cm, ich muss mal ein bisschen weiter aus der Kamera hier, bei 2 cm an. Ich glaube, ich habe eben gerade richtig im Dunkeln für euch gearbeitet, ne? Aber egal. Das ist die 21 cm Seite, das seht ihr hier hinten. Wir legen dabei 2 an, schieben es einmal komplett durch, bis wir hier auf die 4 cm Marke kommen. Dann drehen wir das Ganze um 180 Grad und wiederholen. 2 cm durchschieben bis auf 4 cm. So, jetzt legen wir die 20 cm Seite an. Wir vergewissern uns, ja, sind die 20 cm. Und da falzen wir bei 2. Wir fangen mal hier an. 2. Jetzt drehen wir das Ganze um 180 Grad. Die 2, das legt sich hier drüben einfach besser an. So, schieben jetzt weiter auf 9. Ja, nicht drüber nachdenken. Ich habe mir die Maße aufgeschrieben. Auf 9. Auf 11 und auf 18. So. Jetzt könnt ihr auch nichts falsch machen. Das habe ich extra so bemessen, wie ihr euch das hinlegt. Also wichtig ist, dass ihr hier bei 2 cm die Falzlinie habt und hier, dass ihr quasi hier erkennt ihr schon die Maße der Box. Und jetzt nehmen wir uns unser Stempelset Mr. Funny Bones. Und wir stempeln jetzt nochmal ganz wild drauf los. Und dieses Mal nicht mit Archivtinte in Schwarz, sondern mit unserer Krafttinte Flüsterweiß. Das ist eine stark pigmentierte Farbe, dementsprechend ist die auch häufig sehr, sehr feucht und sie braucht länger zum Trocknen. Deswegen stempeln wir jetzt, lassen das einen Moment trocknen. Ach so, ich habe mir übrigens hier ein Schema gemacht, ne? So müsste das jetzt bei euch aussehen. Warum macht man das, wenn man es nicht verwendet? Ne? Also so liegt das Ganze jetzt vor euch. Das sind die Falzlinien und die Krafttinte in Flüsterweiß. Ich lasse die Musik laufen, während ich hier den Hintergrund gestalte. Und ich arbeite, wie gesagt, mit dem Set Mr. Funny Bones und nehme mir da so die einzelnen Elemente heraus, dass ich mir das hier so mal irgendwie schön mache. Ne? Also, wir sehen uns gleich.
So, ihr seht, mein Stempelkissen ist leider nicht mehr ganz so pigmentiert. Ich fange jetzt nochmal an. Also, mein Kissen ist nicht mehr ganz so pigmentiert, obwohl es hier in der Kamera, glaube ich, gar nicht so schlimm aussieht, wie es bei mir hier auf dem Tisch aussieht. Ich bin gerade ein bisschen enttäuscht gewesen, aber es jetzt aufzufüllen wäre ja auch sinnlos gewesen. Das muss jetzt dann auch nicht mehr so lange trocknen, aber ihr seht, es gibt schon schöne Abdrücke, ne? Also, wenn es wirklich richtig pigmentiert ist, ich muss meins mal einfach wieder aufladen. So, und jetzt haben wir hier ein Muster. Das habe ich nämlich auch schon vorbereitet, was alles weggeschnitten werden muss. Und anhand dieses Musters arbeite ich mich jetzt mal durch und ich hoffe, mir passiert jetzt kein Mistake. Also mein Deckel soll das hier werden. Also fange ich mal an, dass ich hier wegschneide. Und auch da lasse ich gleich nochmal die Musik laufen, das ist sonst für euch langweilig. Ich war jetzt kurzzeitig einmal aus der Kamera entschwunden. Das tut mir leid, ich habe immer mal nicht so auf dem Zettel, dass ihr da über mir seid, gerade wenn ich so konzentriert hier schneide. Ich hatte auch kurzzeitig mal Schnappatmung, weil ich dachte, ich hätte zu viel weggeschnitten, aber wenn ich das jetzt hier drauf lege, evola, es ist alles da, was da sein soll und alles weg, was weg sein soll. So, einmal durchatmen, fast geschafft. Finale. So, jetzt werden alle Falzlinien gefaltet. Wenn euer Stempelkissen noch sehr satt ist, kann es sein, dass ihr hier jetzt schmiert. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig mit dem Drüberfassen. Macht lieber nochmal die Griffprobe, die Wischprobe, ob es wirklich schon trocken ist. Wenn nicht, lasst es noch ein bisschen liegen oder föhnt es ein bisschen an. So, wunderbar. Jetzt wird es nur noch zusammengeklebt. Und ihr seht, ich habe hier diese äußere Lasche ein bisschen länger gemacht. Und zwar werde ich jetzt diese Öhrchen hier erstmal ankleben und den dann drüber legen. Dann wird die Box ein bisschen stabiler. Dann kriegen die also hier schon mal von mir ein bisschen Tape. Und auch die Öhrchen kriegen von mir schon mal Tape. Dann setzt es sich nämlich gleich. Ihr könnt das auch mit Flüssigkleber machen, gar kein Thema. Aber ich habe, glaube ich, jetzt keine Lust mehr, nach 12 Folgen Halloween, keine Lust mehr auf Experimente. Und das muss jetzt einfach nur noch passen. Die Grape ist durch. So. Fix und fertig. Also die Öhrchen werden jetzt hier angeklebt. Nee, ich sollte hier nicht. Mein Müll steht da, deswegen tendiere ich dann. Ich bin sonst eigentlich gar nicht so ordentlich auf meinem Schreibtisch und eigentlich sieht es auch gar nicht so ordentlich aus. Aber ich habe jetzt ja hier meine große Arbeitsplatte, das ist echt cool. So, wir fummeln noch ein bisschen. Dabei quatschen wir noch ein bisschen, wie ist denn bei euch das Wetter? Ja. Hier, so ein bisschen sinnloses Gequatsche. So. Und jetzt lösen wir hier an den langen Seiten noch die Klebefalz und klappen das jetzt quasi hier einmal so rüber. Das ist nochmal eine Stabilität an der Seite und es fixiert diese Öhrchen nochmal. Falls eins meint, oh, es ist nicht richtig angelegt. So, und dann Box zu. Sie ist vom Deckel her ein bisschen instabil, aber dadurch, dass wir hier diese Lasche genauso hoch gemacht haben, wie wir die Box gemacht haben, kriegt sie wieder ein bisschen Stabilität. Dann kommt da das Leckerli rein. Und jetzt haben wir ja hier noch ein letztes Mal Glitzerpapier in Kürbisgelb.
Und ein letztes Mal Memento Tuxedo Black, weil das müssen wir nicht kolorieren. Und jetzt nehme ich mir Happy Spooky Creepy Scary. Scary Halloween. Hier ist nichts drin. Spukt. Ja. Es läuft. Klappt doch. Und ihr sagt immer, ich kann nichts. Sprach's. Hier. Ich sag doch so, dieses Halloween ist hier echt ansteckend, ne? Das spukt hier auf meinem Tisch, da verschwinden Sachen, da wandern Sachen, die nicht dahin gelegt haben, sie liegen dann plötzlich da. Haha, nur so gefühlt. Dabei ist mein Mann gar nicht im Raum. Normalerweise ist er nämlich immer schuld, dass er die Sachen beiseite packt. Ein letztes Mal Klebeband abreißen. Ihr wisst, auf Glitzerpapier klebt es immer sehr schwierig. Hier kommt nochmal ein Löchlein hinein, das ich mir lieber anzeichne. Und natürlich noch einmal gestreifte Borde, die noch immer nicht alle ist. Leute, das Zeug ist so ergiebig. Also damit könnt ihr echt viel machen. Die Ausgabe lohnt sich. Vor allen Dingen, ihr habt ja zwei Rollen in der Packung. Ne, ihr habt ja nicht nur die eine, sondern ihr habt ja dann auch gleich noch hier diese schwarz-anthrazitfarbene auch noch mit drin. Also da lassen wir uns mal nicht lumpen hier, ne? Machen wir zum Schluss noch mal einen Doppelknoten da rein. Wir machen es ja nicht mehr auf. Soll doch der damit glücklich werden, der das kriegt, ne? Soll er sich Gedanken machen, wie er es auf und zu kriegt. So. Ich glaube, wir haben uns dann noch einmal bis auf Coolish Grunge, auf das Hintergrundstempelset, was übrigens auch sehr, sehr schön ist, was ein super tolles Set für das ganze Jahr auch ist, nicht nur für Halloween, haben wir uns, glaube ich, durch das komplette Halloween-Regal geshoppt hier, ne? So. Sagen wir es mal so. Was ihr jetzt noch machen könnt, weil das hängt ja jetzt so ein bisschen in der Welt rum, wenn ihr das fixieren möchtet, könnt ihr da natürlich noch mal hier so ein Klaxi Dimensional drunter packen. Und ich glaube es nicht, nachdem ich gestern alle Projekte vorbereitet habe, habe ich sie heute alle abgedreht und ich hoffe, dass ich sie morgen und spätestens übermorgen auch noch alle bearbeitet und hochgeladen bekomme, damit ich beruhigt in den Urlaub fahren kann. Es sind noch so ein paar andere Sachen, die ich auch noch vorbereiten muss, sprich Sketch am Freitag. Aber wir haben es jetzt tatsächlich geschafft. Wollt ihr noch mal einen Countdown sehen? Wir haben 12 Tage Halloween hinter uns. Alle abgehakt. Tag 12. Mr. Funny Bones. An Tag 11 unsere kleine Mumie. Cutie. Love it. An Tag 10 You Stole My Heart, die 2468 Box. An Tag 9 Pringles. An Tag 8 hatten wir eine ganz einfache Verpackung, die Frit-Verpackung. Die ging echt schnell, was für den letzten Drucker. Dann haben wir an Tag 7 den Mini-Milch-Container. Auch süß, ne? Mit dem beglitterten Kürbis. Dann hatten wir an Tag 6 meine kleinen Lieblinge, die Kinder-Schokobons. Oh, ich liebe dieses Stempelset.
Dann haben wir an Tag 5 unser Happy Halloween, unsere sauren Ringe, auch mit dem Kürbis, den wir in Punchart gemacht haben. Braucht es gar kein Stempelset dazu, ihr erinnert euch. An Tag 4, Rosettenzauber. Mein Mann wird sich jetzt wieder kringlich lachen wegen der Rosette. Ich war im Rosettenfieber. Diese kleine Box und da haben wir drinne einen kleinen Keks. Ihr wisst, was ich meine. Dann haben wir die Tüte aus dem Briefumschlag mit unserem Washi-Tape. Auch sehr schön. Die war an Tag 3. So, haben wir hier noch ein bisschen Platz. Rutschen Sie mal, junger Mann, hier. An Tag 2 die Mini-Leckereien-Tüte. Lege ich die denn jetzt noch hin? Wir müssen umstapeln, anbauen. Die Mini-Leckereien-Tüte. Und an Tag 1 haben wir begonnen mit der Hanuta-Verpackung mit den kleinen Vampir. Ja, 12 Tage Halloween. So schnell sind sie vorbei. Das heißt jetzt auch, dass unser Urlaub vorbei ist. Leider, leider, leider. Aber wenn ich wieder da bin, geht es los mit der Weihnachtssaison. Herbst ist vorbei, Halloween ist vorbei, also geht es jetzt los mit Weihnachten. Ich freue mich drauf und ganz ehrlich, ich bin jetzt gerade durch mit Halloween. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei 12 Tagen Halloween. Mal gucken, wie das so bei euch ankommt. Und ansonsten, ich wünsche euch eine schöne Zeit, ein schaurig schönes Halloween und sage schon mal Tschüss aus Hamburg, Happy Halloween. Uah. Tschüss. Little baby, don't say a word. Mama's gonna buy you a mockingbird. And if that mockingbird won't sing, Mama's gonna buy you